Folgendes. Dieses Symposium war so ein bisschen gedacht, als dass wir mal ein Verständnis entwickeln für die anderen Ebenen, die es hier gibt. Unter der Bundesebene kann man sich am ehesten noch was vorstellen. Landesebene wird schon schwierig, weil spätestens kommunal haben die meisten von uns ja nicht so sehr im Plan, was da los ist. Jetzt haben wir ganz tolle Referenten für die kommunale Ebene gefunden gehabt und bei denen bedanke ich mich auch gleich nochmal an der Stelle. Neo? Kannst du bitte einen Schritt nach links gehen, damit die Kamera auch angucken? Jetzt ist er bei mir raus. Kannst du dich bitte zwei teilen? Kannst du also hin und her schwenken? Können wir jetzt mal aufhören, an Schönheitsfehler zu arbeiten? Weiter. Danke. Hallo. kommunal haben wir jetzt schon ein bisschen was drüber gehört und ich wollte jetzt mir ein bisschen was über Landespolitik erzählen. Ich kann das nicht aus diesem Erfahrungsschatz heraus, den die vorigen Referenten hatten, sondern einfach aus diesem Jahr wissenschaftlichen Standpunkt. Ich werde mit den rechtlichen Grundlagen anfangen, wie sie im Grundgesetz stehen. Das unterscheidet sich aber doch teilweise rapide von der Praxis und dann allgemein ein bisschen was über die Probleme erzählen, wenn man über Landespolitik redet. Als ich mit der Recherche angefangen habe, habe ich gehofft, dass ich euch so ein bisschen erzählen kann, wenn ihr Programm auf Landesebene schreiben wollt, dann geht das dort. So funktioniert es leider nicht. Inwiefern ihr das jetzt bewertet, was die Länder selber machen dürfen, bleibt sich an der Stelle selber überlassen. Dann gibt es eine ganze Reihe, in der ausschließlich der Bund die Rechte hat, dort Gesetze zu machen. Achso, ist schön. Ich dachte, erzählst du es eben. Am Anfang geht es schneller, später wird es langsamer. Also. Cool, danke. Da sind ein paar verständliche Sachen dabei, so auswärtiges Verteidigung, Staatsangehörigkeit. Beim Thema Ein- und Auswanderung wird es ganz spannend, weil dieses Thema wird durch alle drei Ebenen in unterschiedlichen Kompetenzen gezogen. Das erkläre ich später nochmal. Währung, Handel, Luftverkehr, Eisenbahnnetz, das sind alles Bundesthemen, bitte. Postwesen, Urheberrecht, Kriminalpolizei, was wieder ganz witzig ist, weil eigentlich ist Polizei Landesthema, innere Sicherheit, die Kriminalpolizei wieder nicht. Statistik für Bundeszwecke finde ich persönlich auch sehr unterhaltsam, dass das dem Bund unterstellt ist. Ja, Waffen, Sprengstoff, Erzeugung und Nutzung von Kernenergie. Tada! Bitte weiter. Verdammt. Okay, jetzt wird es spannend. Konkurrierende Gesetzgebung. Im Grunde schon mit Abstand größten Teil ist es so, dass sowohl Land als auch Bund die Rechte haben, Gesetze zu schreiben, und das meint vor allem, dass halt der Bundesrat noch die Zustimmung dann dazu geben muss. Und in diese Kategorie sind nach der Föderalismusreform dann relativ viele Gesetze gerutscht, die vorher in Landeshand waren. Also was so Arbeit, Soziales, Wirtschaft angeht, das war vorrangig eigentlich früher mal Ländersache und ist mittlerweile ja so ein bisschen unter die Kontrolle des Bundes mitgerutscht. Föderalismusreform sage ich dann aber auch noch was. Also diese Themen, die sich geteilt werden, ist dann halt ja Gerichts-, Aufenthalts-, Niederlassungsrechte für Ausländer. Und an der Stelle, der Bund regelt die Ein- und Auswanderung. Aufenthalts- und Niederlassungsrecht regelt das Land. Und die Kommunen sind für die Integration verantwortlich. Kann man ja sich interpretieren, warum das so ist. Belange von Flüchtlingen, Vertriebenen, öffentliche Fürsorge, das Recht der Wirtschaft mit Ausnahmen, also so Ladensöffnungszeiten und sowas fällt alles auch noch unter Kommunal. Weiter bitte.
Tobias. Naja, hier, auch schon fertig. Arbeitsrecht ist zum Beispiel was, was neu mit in diese Kategorie gerutscht ist. Überführung Rhein-Eigentum, Straßenverkehr, ja, medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen Lebens. Also was können die Länder jetzt effektiv und was können sie nicht? Echte Folie? Ist das Überführung, die man Enteignung auch? Ja, Enteignung ist auch kategorisiert. Also die Länder können Gesetze erlassen, wenn auf Bundesebene diesbezüglich nichts geregelt ist. Da ist dann auch das Thema im Grunde egal. Außer bei diesen ausschließlichen Sachen, da brauchen sie vom Bund quasi diese extra Erlaubnis, auf in diesen Gebieten ein Gesetz erlassen zu können. So. Also die vorrangige Gestaltungsmöglichkeit der Länder liegen tatsächlich in den unteren beiden Punkten. Also Gesetze halt zu erweitern und konkretisieren, das können sie doch relativ frei machen von Gesetzen, die halt auf Bundesebene schon existieren. Und in der Umsetzung durch die Verwaltung steckt halt auch deutlich mehr Macht, als man sich eigentlich so vorstellt. Weil Gesetze ja noch verhältnismäßig allgemein formuliert sind und die Verwaltung da viel Spielraum hat. Wobei durch die Bundesagentur für Arbeit, was Olaf vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, ist dieses System so ein bisschen ausgehebelt worden. Weil ausgerechnet dieser wirklich wichtige Teil der Verwaltung, was dann ins Soziale und halt Arbeit geht, ist halt tatsächlich durch die Bundesagentur geregelt. Haben also weder Land noch Kommunen wirklich diesen Einfluss noch drauf. So, weiter bitte. Quatsch nicht so viel. Ja, guck mal nach vorne. Da ist er doch. So, den Artikel habe ich gerade vorhin nicht mehr gefunden, aber was den Ländern halt tatsächlich noch zusteht, das Kulturhoheit. Da fällt halt Bildung, Wissenschaft, Kunst und Kultur drunter. Das ist ein relativ weites Feld. Also wenn ihr Programmanträge auf Landesebene schreiben wollt, ist es tatsächlich eher so in diesem Bereich zu empfehlen, Sachen zu machen. Wissenschaft ist auch halt dann Finanzierung von Wissenschaft und solchen Sachen. Verwaltungspolitik klingt total aufregend, ist es teilweise auch. Ja, die Strukturen, mit denen Sachen geregelt werden und halt wie aufgeblasen solche Apparate sind, ist halt doch schon wesentlich. Sicherheitspolitik hatte ich vorhin schon angedeutet, also Polizei, was dann auch so Kennzeichnung von Polizei und sowas betreffen würde, wäre halt auch Landesebene. Und mit diesen Nischen meine ich halt das, was vorhin schon so ein bisschen angedeutet war. Also das, was auf Bundesebene nicht geregelt ist, können die Länder halt machen. Und beliebt, nein, wieder zurück. Und beliebt, um sich da auszutoben, sind halt so Punkte wie Seniorenpolitik, Kinder- und Jugendhilfe und allgemein diese ganzen sozialen Umsetzungen fallen dann in der Regel in Landes- bzw. dann auf die kommunale Ebene. So, jetzt bitte. Was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Die Länder haben im Gegensatz zu dem, wie es im Grundgesetz steht, nicht mehr wirklich die Möglichkeit, sonderlich viele Gesetze zu erlassen. Der Bund ist immer weiter dabei, seine Gesetze halt so weit auszudehnen, dass die Länder nur noch sehr wenig Gestaltungsspielräume haben und alles, was dann halt geht, ist irgendwie über die Ausführung im Wesentlichen und ja, einfach die Ausführung von den Gesetzen. Die Föderalismusreform waren eigentlich gedacht, um diesen Apparat so ein bisschen zu entschlacken, um das einfacher zu machen, gerade auch was die Wechsel zwischen Bundestag und Bundesrat in der Gesetzgebung angeht. Das hat aus politikwissenschaftlicher Sicht eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Es ist eigentlich durch die Reform nur schlimmer geworden. Den Ländern wurden noch mehr Rechte weggenommen, gerade die vorhin sogenannten Sachen, was so Arbeit, Soziales, Wirtschaft angeht. Und gerade an diesen konkurrierenden Punkten der Gesetzgebung wird es halt richtig kompliziert, wer da jetzt wirklich was machen darf. Ja. Und was heißt das hier, Alexander? Ja, kurzer Einwurf, und zwar durch die Föderalismusreform 2 hat es tatsächlich eine Reduzierung gegeben der zustimmungspflichtigen Gesetze durch den Bundesrat. Das ist, also, muss man schon dazu sagen, also, das ist tatsächlich der Fall. Es hat weniger zustimmungspflichtige Gesetze gegeben, aber das eigentliche Wirrwarr ist dadurch nicht schlechter geworden, muss man auch dazu sagen. Und vor allen Dingen, was dir jetzt, glaube ich, wichtig war, dass die Länderkompetenzen
sind zurückgefahren worden. Richtig. Worauf du halt gerade angespielt hast, was stimmt, ist, dass der Bund halt an mehreren Punkten sich, also hat sich generell einfach mehr Rechte rausgenommen. Das hat dafür gesorgt, dass er an Sachen, wo er vorher mit den Ländern zusammenarbeiten musste, es nicht mehr muss. Hat aber auch halt dafür gesorgt, dass die Länder noch weniger Kompetenzen haben, weil aus dem Bereich halt mehr in den Konkurrierenden gerutscht ist. Also ja, der Einwurf ist richtig. Ich habe mich in meiner Sicht gerade so auf wie ein Land das sieht, beschränkt gehabt. So, hast du mir ein ganz kleines bisschen rausgeworfen? Nächste Folie. Nee, wir sind tatsächlich am Ende. Danach kommen die Literaturhinweise. Jetzt ist so dieses allgemeine, was, ja, hab, danke. Was bedeutet das jetzt für unsere konkrete Arbeit? Es gibt generell keine Regeln, wo ihr eure Programmanträge einreichen müsst. Ist aber doch halbwegs geschickt zu gucken, wo es am Ende eigentlich behandelt wird. Gerade im konkurrierenden Bereich ist es schwierig, aber ja, das könnte auch, wenn ihr wollt, jetzt ein Stück weit diskutiert werden, inwiefern es halt Sinn macht, sowas wie das BGE in irgendwie kommunale Wahlprogramme zu schreiben. Das wäre jetzt mein Vortrag dazu. Und jetzt bitte Fragen, Gespräch, Diskussion, Aktivität. Ja, René. Ich hätte vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Das ist was, wenn man sich mit Leuten unterhält, die eben Landes- und Bundespolitik machen und da auch irgendwie Abgeordnete, dann ist interessant zu sehen, dass eigentlich zwischen Land und Bund teilweise viel, viel stärkere Kriege oder so geführt werden, als zwischen den Parteien auf Landesebene oder auf Bundesebene. Ne? Also dass so gerade was Haushalt betrifft, was Finanzen betrifft, ist das zwischen Land und Bund noch viel stärker noch die Differenzen. Ne? Und das ist halt teilweise auch zwischen den eigenen Parteien, dass sie da richtig, richtig krasse Diskussionen führen. Weil es eben diesen Unterschied zwischen Bund und Land gibt. Ja. Genau. Andreas? Ja, jetzt ist eigentlich eine Frage, wie stehen wir eigentlich dazu? Das ist eigentlich diese Verflechtung zwischen also die zustimmungspflichtigen Gesetze, wo sich dann ja Bund und Land ein bisschen kabbeln machen wird. Sollte man das eigentlich fördern, um halt da den Diskurs, den Konsens zu stellen, oder lieber schlacken, um die Sache zu beschleunigen? Ich habe jetzt keine Meinung, was das gut wäre, aber vielleicht aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht, das kann halt echt ins Extrem getrieben werden, ne? Also durch dieses Hin- und Hergeschiebe kann es irgendwie Jahre dauern, bis Gesetze am Ende irgendwo landen. An sich bin ich ein Freund von Föderalismus und an sich finde ich das mit der vertikalen sowie horizontalen Gewaltenverteilung eigentlich eine ganz schöne Sache. ich würde tatsächlich diesen Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung irgendwie ja, einschränken. Also ich finde, die Länder sollten ein Stück weit auch wieder Kompetenzen haben und tatsächlich ausgerechnet in dem Bereich, wo sie noch am meisten machen können, Bildung vielleicht unbedingt nicht. Ja. Ja, ich habe eine These. Ja, immer raus damit. Ich will keine Länder. Ich will die Länder abschaffen. Ich will zwei Kammersystem. Es gibt fördernde Föderation, Land, Städte und Regionen. Das heißt, in der ersten Kammer im Bund wird ein Gesetz entworfen, durchgebracht, geht in die zweite Kammer. In der zweiten Kammer sitzen die Städte und Regionen, sprich Städte und Landkreise. So. Und dann kriegen die dann auch, da gehen alle Gesetze durch, ausschließlich, und dann kriegen nur die Gesetze, die an der Basis, denn die Städte und Regionen sind ja an der Basis, gehen dann nur durch, die an der Basis auch möglich sind. Diese Länder fressen uns Kohle, da steht zum Beispiel Magdeburg so ein wunderschönes Haus am Domplatz, das hätte ich gerne als Kulturhaus, werde ich vielleicht noch erleben. Es gehen Mittel verloren durch jeden möglichen Unsinn. Der Bürger wird bewusst irregeführt, indem der normale Mensch auf der Straße und ich wissen natürlich nicht genau. Die Grundkompetenzen der Länder, Bildung und Sicherheit, sind völlig unsinnig. Bildung funktioniert in der Praxis nicht bewährt. Bildung funktioniert nicht auf Länderebene und Sicherheit schon lange nicht. Die Ganoven arbeiten international und die Polizei hält an der Ländergrenze an.
das ist meine These. Also ich wäre grundsätzlich dafür, die Länder in der Form abzuschaffen und eine mögliche Föderation zu bilden. Die Regionen sind ja auch, da sagt Bayern zum Beispiel, ja, wir spalten uns ab, weil wir sind ja so regional seit 200 Jahren und in Wirklichkeit werden Bayern die Sitze paritätisch besetzt. Das heißt, da sind Leute aus Bayern und da sind Leute aus der Nürnberger Ecke. In Deutschland gibt es traditionell seit tausend und mehr Jahren Schwaben, Altmärker, Brandenburger und so weiter. Und das sind echte Regionen, wo die Leute sich auch zugehörig fühlen. Es gab Meldungen dazu. Du hast eine andere Frage. Aber es hat ein bisschen damit zu tun, mich interessiert eigentlich die Landesverfassung. Man könnte sich jetzt ein Land selbstständig machen. Aus basisdemokratischer Sicht müsste sich eigentlich sogar eine Kommune selbstständig machen können, wenn sie sagen würde, dass wir verzichten auf die ganzen Vorteile, dazu zu gehören, aber wir haben so ein paar Punkte, wir wollen nicht über uns aus. Des Diskussionsflusses wegen würde ich die Frage hinten anstellen und jetzt erstmal die Meldungen zu den direkten Reaktionen haben. Das, okay, ich merke es mir, René. Ich gehe trotzdem kurz ein. Ja, also nicht für die Regierung. Ich glaube, wir müssen dort wirklich unterscheiden. Also diesen Föderalismus, den wir derzeit haben, ist gar nicht blöd. Man kann sicherlich einiges daran verbessern. Man muss dafür sorgen, dass das, was irgendwie für die Menschen, die irgendwie mobil sein wollen, in Deutschland, von mir aus auch in ganz Europa, noch weiter darüber hinaus, dass dort ähnliche Regelungen überall herrschen. Ja. Das Letzte, wo man ganz groß gemerkt hat, dass an den Ländergrenzen ganz unterschiedliche Regelungen sind, ist ja nicht vor Ort. Ja. Da war einfach, da bist du dann in manchen Städten bloß über die Straße rübergegangen, über den Fluss rübergegangen und du kannst das Flug mit dem nicht mehr laufen. Ja. Da gab es dann eine richtig schöne Geschichte. Aber sowas wie Bildung oder zum Beispiel Hochschulwesen funktioniert eigentlich ganz gut auf Länderebene, weil man nämlich die Möglichkeit hat, mal Dinge auszuprobieren, die mal anders laufen als woanders. Und dadurch kann man eigentlich ganz wunderschön beobachten, wie sich auch gute Entwicklung mal nur in einer Region durchgesetzt hat und dann tatsächlich auch bundesweit für üblich erklärt wurde. Oder ganz gutes Beispiel sind Studiengebühren. Ja? Wenn Studiengebühren bundesweit eingeführt worden wären, dann hätten wir die immer noch. Ja? Die sind nur jetzt quasi, weil es einzelne Regionen gab, die gezeigt haben, dass es so besser ist. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ja. Nach meiner These würde es gar keine Studiengebühren geben, weil sie sich auf in der unteren Ebene nicht durchgekommen wäre. Du stellst dich quasi hinter mir und dann stürzt die Geo auf. Also ich bin total von der Meinung zurück. Ich bin der Auffassung, die Bundesregierung müsste verschlankt werden. Der Bund braucht eigentlich nur ganz bestimmte Dinge. Verteidigung, Außenpolitik und solche Sachen. Und ansonsten geht ihm das gar nichts an. Wir sollten mal eine richtige Bundesregierung haben, wo die Länder hergehen und sagen, wir bestimmen. Das heißt, die Bürger der Länder, denn es ist doch logisch, ich meine, ihr hört, wo ich herkomme, aus Bayern, ne? aber es ist doch logisch, dass zum Beispiel die Leute in München mehr Interesse haben an den in Salzburg und Innsbruck, wie an denen oben in Flensburg. Was hat ein Münchner außer den Bunken mit Flensburg zu tun? Eigentlich gar nichts. Die haben wieder die Dänen, die ihnen in ihren Problemen nähern. Warum soll man nicht hergehen und soll die Bundesrepublik wirklich zu dem machen, was einmal im Grundgesetz drin gestanden ist? Und irgendwann einmal ist es immer Europa, dann haben wir in Berlin keine Regierung mehr, die braucht man nicht. Die kostet nur Geld und bringt eigentlich nichts. Und deswegen bin ich der Meinung, das Föderale in unserem Staat müsste gestärkt werden. Wir müssen auch in einem Land wie Sachsen-Anhalt, was eigentlich so richtig nötig dazu gehört, mal den Leuten beibringen, dass sie hier in einem eigenen Land leben, nicht in Sachsen, nicht in Thüringen, nicht in Niedersachsen und nicht in Brandenburg, sondern dass man einfach das Heimatgefühl der Leute stärkt.
Wer in Deutschland kann denn sagen, er ist Deutscher? Das gibt Schwaben, das gibt Sachsen, Franken, Deutsche. Das ist eine unmögliche Sache, die Bismarck und der damalige preußische König erfunden haben. Ja, wir brauchen das nicht. Ich habe euch alle umgefahren, aber ich habe mich auch umgefahren. Eine Verständnisfrage, wünscht ihr einen starken Kunden? Entschuldigung Leute, könnt ihr wieder ein bisschen leiser werden? Danke. Ich will, dass die Basis gestärkt wird, dass die Städte und Regionen, dass die Schwaben, Münchner, Altmärker, Hallenser praktisch die Basis bilden. Und da muss man durch. Also ich bin viel stärker basisorientiert als bei diesen künstlichen Ländern. Das sind Kunstprodukte. Kunst ist ein Kunstprodukt. Ja. Es war tatsächlich nur die kurze Frage. Ich bitte euch, eure Redebeiträge zu merken. Ich habe nämlich meinen gerade vergessen. Und ich würde die Redner bitten, sich zu versuchen, sehr knapp zu halten, weil die Rednerliste gerade schon relativ lang ist, um diesen Fluss einfach zu halten. Neowart. Okay. Erst der Herr aus dem Haus. Alles klar. Bin ich ganz eigentlich der Meinung, dass die Region ganz gut ist. Nur in Giebel 1 und da haben wir unser Problem in der letzten Region, das Gebild. Schul- und Bildungspolitik ist eins, was eigentlich der Bund machen müsste, wo die Länder inkompetent sind. Wo sollten die Bayern dann die Abitur machen, wenn sie es doch nicht schaffen? Ja, es kommt aber auch, auf die Förderung. Aber eine einheitliche Vorgabe ist besser für alle. Da haben wir ein bisschen mehr Erfahrung durch die DDR her, das sowieso schon gemacht wurde. Aber da wollen wir nicht alles über einen Kamm scheren. Es geht nur darum, Bayern ist ziemlich kompliziert. Ja, in einigen Sachen. Das heißt nicht, die Bayern haben mehr Grips und deswegen sind sie besser. Ja, die haben eine andere Zusammenstellung. Und diese Zusammenstellung ist mit diesen kurzfristigen Kontinenten. Das ist das einzige Problem dabei. Ich glaube, wenn die ein anderes Prüfsystem nehmen würden, auf mehr Themenbereich und darauf mehr eingehen würden, dann würde ganz was anderes los. Ich sehe das nämlich Niedersachsen zum Beispiel, da wo ich arbeite, ja, wie viele gibt es da, die haben einen Abschluss gemacht mit 2, ne, die können nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben. Nicht mal richtig rechnen. Das heißt, was soll das denn? Das können Kinder in Sachsen-Anhalt schon in der 6. Klasse, was die mit Abschluss nicht können. Teilweise. Uhu, wollen wir das Zwiegespräch auch später vertagen? Ja, ich würde, genau, Zwiegespräch. Wir haben direkt im Anschluss die Mittagspause. Das heißt, es ist ein total tolles Thema, über das wir uns eine Stunde beim Essen voll und schön streiten können. Ich würde jetzt René, Friedemann und Neo noch ihre Wortbeiträge zugestehen und dann gehen wir alle in die Mittagspause. Yay. Ja. Ja, dann darf ich das vorziehen und das... Nee, Moment. Nein, erst Diskussion, dann bekommst du deine Frage. René. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wir können ein bisschen stark so Richtung gehen. Ja, wir müssen die einzelnen kleinen Gruppierungen stärken. Wenn es die großen Gruppierungen, ob das jetzt Länder oder Bund oder EU oder weltweit ist, weil wir werden da zu keiner Lösung kommen. Und zwar ist egal, welche Abgrenzung man trifft, immer irgendeine künstliche Abgrenzung. Ja, weil zur Not wird man zwischen Halle und Halle-Neustadt eine künstliche Grenze finden können, ja, wo sich Leute eher zuwarten fühlen. So, und von daher muss man eben gucken, dass man verschiedene Regelungen auf verschiedenen Ebenen macht, wie das derzeit schon läuft, das ist eigentlich ganz gut. Und ich finde auch nicht, dass wir sagen müssen, okay, die Leute fühlen sich eher zu Schwaben oder eher zu Halle oder wo auch immer zu Worten. Ich zum Beispiel, ich fühle mich jetzt vielleicht aufgrund meiner Geschichte jetzt
also ich fühle mich nicht als Sachsen-Anhaltiner, auch nicht als Magdeburger, nicht als Hallender, nicht als Schwabe, weil da habe ich überall mal gelebt. Ich fühle mich am ehesten noch als Deutscher, aber seitdem ich ein halbes Jahr im Ausland war, bin ich eher noch Europäer. Ja? Also von daher ändert sich sowas halt. Und ich glaube, durch diese neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir einfach haben, weil ich habe heute Morgen mit einer aus Bulgarien gechattet, so, ja, kommen wir einfach dahin, dass sich diese Grenzen auflösen. Ne? Das heißt, wir gucken, auf welchen Ebenen welche Regelungen sinnvoll sind. Ne? Dass man da auch, also manche Sachen muss man eben irgendwie einheitlich machen, wie zum Beispiel Verteidigung oder sowas. Das muss halt in großen Gebieten einheitlich machen. Aber Dinge wie Bildung ist eine Sache. Bei Schulbildung ist es was anderes, aber spätestens bei Hochschule ist was, man wunderbar ausprobieren kann. Da muss man halt wirklich Alternativen auch vorsichtig. Da kann ich mich direkt anschließen. Also ich denke, gerade diese Debatte mit dieser Aufteilung, da müssen wir wirklich strategisch denken und auch ein Stück theoretisch denken. Sonst verrennen wir uns da in viele Einzelheiten. Ist natürlich ein bisschen bei der Lieblingstheorie, wer das schon mitgekriegt hat, das Internet hat die Werbung geschrieben. Wir müssen überlegen, also welche Sachen sind Realpolitik und welche Sachen sind wirklich jetzt Visionen, welche sind Zukunftsmusik. Und ich denke, wir brauchen beides und das darf kein Gegensatz sein, sondern das eine bedingt auch das andere. Aber solche wirklich grundlegenden Veränderungen, wo wir wirklich die nationalen Strukturen umkrempeln oder so, Länder auflösen, ähnlich so, das ist im Moment realpolitisch betrachtet völlig illusorisch. Ja, dazu geht es Deutschland immer noch viel zu gut. Solange das System nicht an sich zusammenbricht, werden wir daran nichts ändern können. Das ist einfach Quatsch. Da können wir uns die Zähne ausreißen. Aber das ist ein sehr fruchtbares Feld für eine einerseits eine Theoriedebatte, andererseits für alternative Projekte. Da komme ich zu der Gegenseite nämlich. Ich denke, dieses gegenwärtige System, wo sich eigentlich unsere Realpolitik auch dran abarbeitet, das ist an sich nicht nachhaltig und das wird nicht ewig so weitergehen können. Ich habe ein System zusammenbrechen sehe ich und ich bin ziemlich überzeugt, also wenn ich noch eine Weile lebe, dann sehe ich in meiner Lebenszeit noch ein zweites zusammenbrechen. Oder sich radikal verändern, eins von beiden. Schon allein wegen dieser exponentiellen Schuldenkurve und dem Demokratieverlust, der damit einhergeht, geht das entweder zum radikalen Wandel in Richtung mehr autoritär und Teilstaat oder auch zur Auflösungserscheinung, weil es wirklich dann überall kracht und Und für diesen Zweck ist unsere Theoriedebatte gut und für diesen Zweck sind alternative Projekte gut. Und dann müssen wir in unserer Realpolitik sehen, was können wir da jetzt schon machen, um innerhalb der Sackgasse, in der sich das Ganze befindet, für die Menschen das Beste zu erreichen und natürlich auch unsere Politik ein Stück verständlich zu machen. Und aber auch für die kleinen Projekte, die nachwachsen oder für die künftige Ordnung, die dann vielleicht mal notwendig ist, Vorarbeit zu leisten. Und ich glaube, in diesen Sachen müssen wir diese Fragen einordnen. Was ist jetzt Realpolitik? Wo müssen wir wirklich was erreichen für die Leute, für Verbesserungen, für die Sauer? Und wo arbeiten wir uns halt sinnlos an und machen wir eine Theorie-Debatte für kleine Projekte? Den haben wir schon beschlossen. Ich will auch gar nicht reden. Hier hat gerade die Uhr gesagt, Alex. Ja, ich war zu lang, wenn wir jetzt mal. Achso, guck mal. Neo, du hast drei Sätze. Jetzt noch eine nächste Frage. Ich möchte eigentlich nur wissen, wo jetzt ein Bundesland überhaupt noch dann wirtschaftlich Bescheidung für die Raum machen? Naja, mit seinem Haushalt. Ein bisschen was geht schon. Aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Also innerhalb von. René, möchtest du antworten? Du machst gerade so Gesten, als würdest du es konkreter. Es ist durchaus einiges, was wir zu machen. Man muss sich auch vorstellen, dass der Bund hat ja heutzutage auch nicht mehr so viel von seinem. Das ist ja auch auf Bundesebene sind irgendwie irgendwas um die 80-90% der Initiativen, die dort kommen, sind auch Dinge, die von der EU kommen. Also es ist halt
es kommt halt relativ viel, wird eben auch, auch von oben nach unten durchgesiedelt und dort eben auch konkretisiert und umgesetzt. Und da muss man eben sehen, dass es das da natürlich auch noch einiges an Gestaltungsspielraum hat. Zu deiner Frage, das hier mal als konkrete Literatur, also weiß, da sind so drei Grundtypen, welche Wirtschaftssystem, also welche Arten es gibt, Wirtschaft zu fördern in drei verschiedenen Kategorien, sagen wir mal, auf Deutschland projizieren. Also so Länder, die wenig für Wirtschaft ausgeben und wenig Wirtschaftswachstum haben. Länder, die viel dafür ausgeben, trotzdem nichts haben, Länder, die viel ausgeben und so weiter und so fort, ist halt dran mal ganz gut beschrieben. Bin ich jetzt nicht auch im Detail darauf vorbereitet, was darüber zu sagen, aber es gibt schon Maßnahmen, um Wirtschaft noch zu fördern innerhalb von Ländern. Das ist in diesem Buch ein Aufsatz von 20 Seiten, also wenn du dich echt dafür interessierst, die liest man mal in einer Stunde. Ich weiß nicht, ob es noch passt, es ist nicht ganz genau das Thema, aber es gibt gerade Feedback, eine Idee, wie wir unser Landtagswahlprogramm für die Zukunft so ein bisschen kategorisieren können, so thematisch, also was wir überhaupt so für Obergruppierungen haben, was wir halt glauben, zum Beispiel, was wichtig wäre. Ich glaube, so eine Struktur wäre sinnvoll für uns, weil wir dann nämlich einen viel besseren Überblick haben, was zu welchen Positionen haben wir eigentlich schon was, also haben wir schon zum Thema Inneres und Justiz, haben wir es zum Thema Bürgerrechte und Grundrechte, haben wir es zum Thema Bildung, ja, und dass man dann zum Beispiel sehen kann, okay, wo ist auf jeden Fall noch Bedarf, also dass wir sagen können, wir können vielfältiges Programm aufbauen, müssen nicht unbedingt, sage ich mal, ein Programm haben, was jetzt zu 80% aus Bildungspolitik besteht, ja, und da würde ich einfach mal bitten, dass ihr vielleicht mal in Zukunft so ein bisschen mal euch dieses Ding anguckt, ich kann es gerne nochmal rumschicken, wer es genau wissen will, und dann diskutiert mal drüber, macht Anregungen und überlegt euch, wie wir unser Programm so ein bisschen ja, gestalten wollen, kategorisieren wollen. Weil Nils gerade gesagt hat, was zum Beispiel vom Bund her alles gut sehr wenig geregelt ist, ist halt zum Beispiel auch Familienpolitik und so. Da ist innerhalb von den Ländern, wird da halt noch deutlicher ins Detail gegangen, was jetzt wie konkret geschützt gehört und so weiter und so fort. Es gibt da schon echt also Möglichkeiten, was zu tun. Man muss sich dann halt auch die Zeit nehmen, das mal zu lesen, wobei auch so Landesverfassungen nicht lang sind. Also keine Angst, mal sowas reinzugucken, das dauert nicht so lange. Gerne. Für die Menschen, die in Magdeburg die Möglichkeit haben, ab und zu mal an der Uni vorbeizugehen, das muss ja nicht 20 Studenten sein, gibt es ein sehr schönes Seminar bei Professor Rentsch hier, Regieren in Deutschland und Europa. Der Mensch war selber irgendwie persönlicher Sekretär von Frank-Walter Steinmeier und so Sachen, also der erzählt da schon echt coole Sachen und macht echt Spaß, dem zuzuhören. So.